So, hallöchen meine Käsekätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von Sam & Max Save the World. Die ersten beiden Parts waren ja eigentlich mehr oder weniger langweilig, umhergurken und sowas. Und offscreen hab ich den Kleiderbügel aufgesammelt. Ja, und wir müssen jetzt erstmal Max wieder wegkicken. Es ist immer Pflicht, ne, in jeder Episode. Und wir gehen jetzt erstmal zurück zum Mond. Denn ich habe Plan. Ich habe Plan. Und ich habe Plan, habe ich gesehen. Und wir müssen ja nicht mehr verbrauchen diesen Löffel, ne? Ahahaha. Und wir können ihn ja nehmen. Einfach. Really should work on securing this thing better. Aber wir brauchen jemand Bestimmten, der da hinten rumhängt. Hallo Max. Kommst du jetzt mal? Komm, wir gucken uns bei dir an. Like, who took the goggles off this display? I don't know. I didn't work here then. Max. Oh, jetzt hängt er hier fest bei den blöden T-Shirts. Komm her, du musst das essen. Here Max, hold this. I meant in your hands, but whatever. Ja. Also. So, und so kriegen wir den Löffel hier raus. One moment, please. Okay, go ahead. Man muss da erstmal darauf kommen. Und Max haut schon wieder ab. Ja. Er hat keinen Bock auf uns scheinbar in letzter Zeit. Max, hallo, kommst du mal hier? Ja, danke. Ja. Ja, und jetzt kannst du ihn einfach mal auskotzen. Hey, it's that display case. Thanks, little pal. Aw, I was saving that. For what? It's complicated, but it has to do with my personal vendetta against a certain major coffee house chain. Aha. Ja gut, jetzt haben wir den Löffel. Aber den kriegen wir nicht auf, oder? I'll need to get the case off at first. I'll need to get the case off at first. Hier, frag mal Max. Ach nee, der ist das nur wieder. Was hat denn das hier überhaupt mit damit zu tun? Kann man hier irgendwas machen mit den Mondlandefähre? Dingsbums hier. Das hat ja, ist ja bestimmt nicht auch ohne Grund da. Was? Oh nein. Ja. Ich mach dich putt. Nee, das geht auch nicht. Naja, zum Kleiderbügel kann man ihn aufmachen. Keine Chance. Not happening. Wieso denn nicht? Warum denn nicht? Ja. I'll need to get the case off at first. Okay. Niemand will das. Kann man hier irgendwas machen? Hä? Ah ne, das wollen wir denen mal nicht hingeben. Wir gehen mal runter, vielleicht haben wir da noch irgendwas. Da-da-dam-dam. Ja, jetzt haben wir so einen komischen Löffel, aber... Ja, hey, hast du Hunger? It was gross enough getting it back from Max. Komm. Hier, Computer, Sack. I'll need to get the case off at first. Ja, jedes Mal. Hier, ein Zauberhut. Vielleicht kann das wegzaubern. I'll need to get the case off at first. I'll need to get the case off at first. Er muss den blöden Kasten aufkriegen. Ah. Ja, mit was denn? Hier ist großartig nichts. Das ist ziemlich doof gerade. Ziemlich doof. Mal überlegen, wie kriegen wir das Ding? Ah, ich muss überlegen.
das hin? Wir müssen das Ding irgendwie kaputt kriegen. Außerdem habe ich mal herausgefunden, dass man hier auch die Hotspots endlich machen kann. Es lebe doch das Steuerungsmenü. Was? Tür der... Raketenantrieb. Ah. Oh, da hat er jetzt aber gebackt. Ich habe aber jetzt noch was gesehen. Hier ist doch noch einmal Fußabdruck und... Kann man den hier als... sag schon. Wie heißt denn das? Dietrich benutzen. Im Übrigen, den Kleiderbügel habe ich wirklich nur aus Versehen aufgesammelt. Aber er ist doch wichtig. Gelernt ist gelernt. Aha, so macht man das. Sam? I think the controls don't work how they're supposed to. Okay. Löffelbieger-Talisman, was haben wir denn hier noch? Wir haben irgendwas in Schlüssel der M-On, was? Und Landefähre. Ach, der Mondlandefähre. Das M sieht so komisch aus. Ich so, hä? Talisman. Und jetzt haben wir. Ich weiß zwar immer noch nicht, was wir damit brauchen. Boy. It looks like that rocket melted the virtually indestructible case right off the indestructible magic spoon vending talisman. Did the peanut butter on the spoon survive? Sorry, little pal. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Löffel? Die Musik hat sich, glaube ich, gerade auch verabschiedet. Es ist so ruhig. Müssen wir vielleicht hier irgendeinen Zaubertrick machen? Hier mit dem Huhn vielleicht. Der will aber so einen Zaubertrick machen. Löffel verbiegen und sowas. Ah, die Musik ist jetzt wieder da. Können wir... Hallo? Hier. Hier, Dr. Phil Flattermann. Vielleicht kriegst du das jetzt hin. I don't think it works on people. Except maybe if they're shaped like spoons. Warum denn nicht? Hier, Zauberhut. Nothing happened. Es muss doch jetzt irgendwas für den Schlüssel geben. Nee, Lincoln bestimmt nicht. Hier, Buck. I don't think it works on people. Except maybe if they're shaped like spoons. Okay. Hier, ihr vielleicht? Nothing happened. Wozu brauchen wir diesen komischen Löffel? Nothing happened. Hier, I guess that's not sufficiently spoony. Es ist nicht löffelig genug. Nothing happened. Max, du vielleicht wieder? I don't think it works on people. Except maybe if they're shaped like spoons. Was können wir noch? Hier, die Statue. Die hat doch so ein komisches Gäbelchen. Vielleicht kriegen wir das mit dem Löffelchen auch hin. Nothing happened. Ja, aber erstmal Max wegkicken. I don't think it works on people. Except maybe if they're shaped like spoons. Wir spielen gerade Löffelchen. Okay. Oder muss ich das beim bestimmten ansetzen? Hier ist so ein Schlüssel. Hier, wollt ihr auch einen Schlüssel? I'm pretty sure the key only works on the lunar lander. I'm pretty sure. Fängt schon wieder an. Nothing happened. I guess that's not sufficiently spoony. Ich löffel hier. Hier, Statue. Nothing happened. Jetzt haben wir den komischen Löffeltalisman, aber so richtig will es auch nicht gehen. Wir probieren jetzt einfach. Hey, Cops. Could we borrow your magical talisman? Never! We're all powerful! We're sorry, that power is currently in use. We're working hard to create an unbeatable AI. We apologize for any inconvenience.
What are you guys going to do once you're done with prismatology? One line, just... Das hatten wir doch schon. So long, cops. Hier kommen wir also auch nicht weiter. Das ist doch unmöglich. Meine Güte. Entweder es ist richtig unlogisch. Kriegen wir vielleicht mit dem komischen Löffel hier diese Tür auf da? Die ist ja auch sehr interessant, aber das ich nicht glaube. Ja. Nothing happened. Wäre ja besser gewesen. Max. Es muss doch irgendwas geben. Hello, sir. Don't bug me. Hey, cops. Hoopala. Jetzt gibt uns ja nicht mal einen blöden Talisman. Your magical talisman? We're sorry that... What are you computers doing here on the moon? Prismatology has... After you destroyed Reality 2.0, we banded together to make a newer, even better game. Coming soon. It will rock your world! You came to a private retreat on the moon to work on something as insubstantial as a video game? Not just any game. We are creating the most advanced AI in history. In a world where two forces battle for domination of a war-torn landscape, only one will draw the line and reign supreme. Well, you get to shoot stuff? It's not a good game until you get to shoot stuff. Thank you for your feedback. We will incorporate shooting into version 2.0. Okay, also man hätte weiter noch quatschen müssen. Ich quatsche sonst alles, okay, aber das war... Max and I'll try out this video game of yours. Prepare to suffer extreme humiliation! The year is 2048. In a post-apocalyptic galaxy run by giant corporations, you are a cybernetically enhanced space marine with no memory of his past. Are you the chosen one foretold by prophecy? Do you have the strength to survive? Tick! Tack! Doom! Owned! Was? Death to infidels! Fear me! Ich hab gewonnen. You cannot defeat me! Actually, I just kinda did. Yeah, roar. By your calculations, your chances of winning were 1 in 10 trillion. The sun was in my eyes! Thank you for playing Tic-Tac-Doom. It was too short, and not hard enough. I want my money back! Please try again later. Hä? Hey, cops. Komm, wir spielen das nochmal. Would you like to try out that video? This time you will... Do you have the strength to... I will dis... Okay. This is mine! Get a lot of this move! I am invincible! You will fail! You are destroyed! Oh darn, you beat me fair and square. Good game. I totally beat you guys! Our journey of personal awareness is now complete. We have mastered the most advanced artificial intelligence ever created. You suck so bad, LOL! Let me try, Sam. I know I can take him. As super sophisticated AI entity... Brother, speak so that the primitive Earthlings may understand. Of course. We smart, you dumb. No more need look within self. Hey, can we take this? Congratulations! You've won free tickets to self-awareness! Cool! Effects are limited to those of Plumia's composition. What did he say? The amazing ability to see through lead may be inappropriate for some viewers. Oh. Moment, stand da jetzt irgendwas mit Bleimantel? Durchblick, Talisman? Kann man bei Max durchblicken?
Nothing happened. Okay. Kann man hier bei den Dingern hier durchspringen? Spooky. Who knew so many household electronics were made of lead? Alleged use of inexpensive substandard materials is strongly denied by... Okay. Ja, wir haben jetzt 50 verschiedene Talismane und wir können nicht so... Aber ich muss sagen, es war sehr schwer, das zu verlieren. Ja, also, der hat das nicht irgendwie geschnallert, das... Naja, egal. Aber wir haben doch jetzt hier eine Bleitür, ne? Die haben ja gesagt, durch Blei kann man gucken, also. Was macht er denn immer? Neat. Nett. Großer roter Knopf. Hm. Wir können durch die Tür gucken. Gruse, Gruse. Kann man hier den Biegelöffel nehmen? No way. Wozu brauchen wir die Bowlingkugel? Man kann jetzt hier durchgucken. Neat. Hm, nett. Warte mal kurz. Das ist eine Bowlingkugel? Hey, I think that's my bowling ball. Hä? Was haben wir noch? Neat. Eine Fackel? Yes, that's definitely Lou, all right. Kann man mit der... Einen Moment. Warum sieht Sam so komisch aus, wenn er so angezoomt ist? Kann man mit den komischen... die Fackel da verbiegen? That was cool, but I hope it didn't hurt the bowling ball. Genau, lasch einfach rein. There he is! The jig's up, you bliss. We've come a long way for this, my friend, so buckle up, because the freelance police are taking you downtown. Hi, I'm Hugh Bliss. He is. You're just in time for the show. Please, no flash photography. People of Earth. Hi, I'm Hugh Bliss. And now, so are you. Hallo, Holy. What have you done? Oh, just enlisted a few billion followers. Touch me, and you'll have quite a happy, angry mob on your hands. Not if we... Reverse the effects of the hypno beam? I don't think so. For in all the universe, there's only one force chaotic and destructive enough to stop me now. But you wouldn't do that, would you, Max? Who, me? Well, I'm flattered, but... No, you wouldn't. Because I'm going to... Drumroll, please. Separate your bliss! Really? What does that even mean? It means I chop off every part of you I don't like. It's like circumcision, but double the laughs. Hey! Wait, what? Here we go! Goodbye, murderous hand! Goodbye, gluttonous stomach! Goodbye, slothful tail! Ow! And with those naughty body parts, your vices are purged from your soul! Bye-bye! Thanks for the hand, jerkbag! I'm gonna use it to shoot you all! Oh boy, a stomach! Just what I always wanted! Now come here and let me eat you! Great, a tail. I just want to lie in front of a TV till I die in a pool of my own slobber. Congratulations, Max! I just beat the living vice out of you! I'm pure bliss! Go away, rotten Maxes! I don't like you. Shoo, 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 go away. Now nothing can stop me. I win. Okay, bye now. Oh,
Yes, my children. Let me soak in your happiness. Oh, yes. More. Oh, yes. So good. Oh. Das hört sich an, ey. So. Max, are you okay? Help me grab that ponytailed freak show and reverse the effects of the beam. But Sam, I love that ponytailed freak show. I want to have his love child. No! Nein! Max, I swear to you, I'll get your vices back or kill us both trying. I love you too. Ja, okay. Ein Kristall, ein Bildschirm, Kristalle. Was haben wir denn? Wir gucken uns hier erstmal um. Aber Max können wir immer noch wegkicken. These crystals must operate something important. No, I just think they look pretty. A bit cliché, if you ask me. What? Nothing. Nichts. I can see the retreat from here. Apparently, Mr. Mind Reader has to keep tabs on his followers the old-fashioned way. What? Nothing. Nothing. Ich finde das mal gut. Eine Statue. Someone around here's got an incurable case of narcissism. What? Nothing. Unfortunately, they appear to be quite indestructible. What? Hier, ein Kristall. Den können wir uns ja auch mal angucken. Wir klubschen das mit alles an. Max, I need your help. Let's go read to the blind, Sam. Can we? What has he done to you? Wir gehen einfach mal. Wir müssen hier weg. I think we found one of your doppelgangers, little pal. We're all doppelgangers under the skin, Sam.